Willkommen zur letzten Folge dieser Mini-Session und ja, wir sind bei weitem nicht vorbei. Wir haben noch gute 850 Blöcke vor uns. Eieiei. Aber bestimmt auch nur, weil wir genau gerade graben. Würde ich irgendwie kurvenmäßig das Ganze machen, hätten wir nicht so eine lange Strecke. Also würde ich schräg bauen. So, ein paar Fackeln machen wir gleich noch. Und ich glaube, da können wir eigentlich auch aufhören, wenn wir hier mit der Spitzhacke durch sind. Nun gut. Leck mich. Dauert auf jeden Fall schon eine ganze Weile. So, ich glaube, es ist Nacht, oder? Sieht auf jeden Fall dunkel aus. Könnten wir eigentlich auch die Kiste hier langsam leer machen. Klapper ohne Ende. Ich hoffe mal, die bleiben über Nacht.
Flubber, warte. Geh mal lieber hier rum. Oder habe ich hier nur einen eingebildet? Ich hätte schwören können, hier war auch ein Flubber. Cool. Öfen, was soll's? Die nehmen wir mit. So, das kommt raus. Schleimbälle, wo haben wir die Schleimbälle gelassen? Schleimbälle? Hä? Keine Ahnung, wo die sind. Na gut. Ein Eimer Wasser lasse ich lieber. Hier, genau wie die Diamantspitzhacke. Das lasse ich hier. Obsidian lasse ich hier. Und somit geht's wieder in den Nether. Zum Glück sind die nicht aggressiv, ey. Sonst wären wir total am Arsch. Ne? So. 1, 2, 3, 4. Nein! Ich nehme mal an, da kommen wir jetzt nicht unbedingt dran. Außer von der Seite.
Ja. So viel zum Thema. Okay, das wird interessant, glaube ich. Sieg gegen die Lava. So, jetzt könnten wir schon mal den ersten aktivieren hier. Bisher verlieren wir keinen Hunger. Wahrscheinlich, weil wir frisch aufgetankt waren. Obwohl, haha, bin ich doof. Ich sehe, dass da schon einer weg ist. Oder es geht einfach nur viel langsamer hier. So,
So, und hier geht's dann in der nächsten Session weiter. Wir können ja schon mal wieder was einfüllen. So, Spitze, bedanke mich. Bis dann.